Danke. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir beraten heute einen Antrag der Fraktion Die Linke. Ich würde aus meiner Sicht gerne zwei Kernpunkte dieses Antrages herausgreifen. Der erste Kernpunkt wäre die Frage, ob die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen als nationalsozialistisches Unrecht und die Betroffenen als NS-Opfer anerkannt werden können. Und der zweite Punkt wäre der Wunsch danach, dass der Deutsche Bundestag, so wie es Herr Korte gerade gesagt hat, die Überlebenden um Verzeihung bittet. Ich würde sagen, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist das ein Thema mit großer Tragweite und Bedeutung. Wir sollten damit angemessen sensibel umgehen, keine Polarisierung durchführen. Und ich glaube, das werden wir auch hinbekommen. Allein in der jüngeren Vergangenheit, in der laufenden Legislaturperiode, haben wir uns mit dem Thema Würdigung des Schicksals sowjetischer Kriegsgefangener in der NS-Zeit mehrfach beschäftigt. Dieses Thema war Gegenstand von Beratungen und Debatten im Plenum und im Ausschuss. Und deswegen einige Stichworte noch mal zur Chronologie. Ende 2014 gab es hierzu Anträge der Linken und der Grünen. Wir haben über beide Anträge verbunden im Frühjahr 2015 hier im Plenum debattiert. Nach der Überweisung in den Haushaltsausschuss haben wir im Mai 2015 eine öffentliche Anhörung durchgeführt und viele, viele zu den dort gestellten Fragen intensiv erörtert. Insbesondere spielte die Fragestellung eine Rolle: Wurden sowjetische Kriegsgefangene im Vergleich zu anderen Betroffenen, zu anderen Personengruppen außerordentlich menschenunwürdig und unbarmherzig behandelt? Und nachdem diese Frage bejaht wurde, haben wir auf Initiative der Koalition im Nachtragshaushalt 2015 einen Beschluss gefasst. Wir haben unter der Titelgruppe Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen die erwähnten 10 Millionen Euro bereitgestellt, als symbolische Anerkennung in Würdigung des Schicksals als ehemalige sowjetische Kriegsgefangene. Dann hat das Bundesfinanzministerium hierzu Richtlinien zur Ausarbeitung erstellt. Der Haushaltsausschuss hat die Mittel freigegeben. Mit der Durchführung dieser neuen Aufgabe wurde das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, das BADV, beauftragt. Im Kern geht es darum, dass auf Antrag hin 2.500 Euro pro Fall ausgezahlt werden und die Anträge bis Ende September des kommenden Jahres gestellt werden können. Und um den vorhin angesprochenen angemessenen und würdigen Umgang darzustellen, wurde vieles, vieles weitere initiiert, um pragmatisch, unbürokratisch Wege aufzuzeigen. Formulare und Unterlagen wurden online gestellt. Die Verbreitung über Massenmedien der Informationen wurde angestrebt. Es gab Hinweise im In- und Ausland auf dieses Thema, auch über die deutschen Botschaften und andere Netzwerke. Die Dokumente wurden mehrsprachig erstellt und es wurde viel unternommen in der Zusammenfassung, um die Informationen wirksam an die Betroffenen herausgeben zu können. Und aktuell liegen rund 1.200 Anträge auf Auszahlung dieser Mittel vor, aus 16 verschiedenen Ländern. 50% der Anträge kommen aus Russland. Und in der anzahlmäßigen Reihenfolge folgen dann die Staaten Ukraine, Armenien, Belarus und Georgien. Das heißt, bei angenommenen, damals angenommen, noch rund 4.000 lebenden Betroffenen finde ich das eine beachtliche Anzahl an Anträgen, die eingegangen ist. Und ungefähr ein Drittel der eingegangenen Anträge wurde bearbeitet und die Mittel sind ausgezahlt worden. Ich denke, das ist schon eine intensive Abarbeitung und ich hoffe, dass noch viele Anträge folgen werden. Der vorliegende Antrag der Linken ist aus meiner Sicht jedoch so formuliert, dass die Grenzen verschwimmen zwischen moralischen, historischen und juristischen Aussagen. Ob das bewusst oder unbewusst ist, kann dahingestellt sein, aber ich glaube, dass diese Aussagen schön getrennt werden sollten. Und deswegen zum ersten Kernpunkt dieses Antrages, die Frage der Anerkennung der Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen als nationalsozialistisches Unrecht beziehungsweise die Anerkennung der Betroffenen als NS-Opfer. Nach ständiger Rechtsprechung in diesem Land werden Angehörige der im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzten Staaten und damit auch insbesondere Kriegsgefangene nicht als Verfolgte im Sinne der Entschädigungsgesetze angesehen. Damit sind Kriegsopfer nicht Opfer nationalsozialistischen Unrechts im Sinne dieser Entschädigungsgesetze mit den entsprechenden rechtlichen Folgen.
Und so ist es eben auch hier im Sinne der Wiedergutmachungsgesetze, sind sowjetische Kriegsgefangene nicht NS-Opfer und deren Behandlung nicht nationalsozialistisches Unrecht. Deshalb sind die Begrifflichkeiten, denke ich, wichtig auseinanderzuhalten, und das ist in diesem Antrag nicht deutlich herausgearbeitet. Wir müssen die Begrifflichkeiten unterscheiden. Die unstreitige grausame Behandlung der ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen stellt rechtlich gesehen sonstiges Staatsunrecht dar, das zur Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit geführt hat. Und für diese Situation gilt das allgemeine Kriegsfolgenrecht. Und deshalb ist auch die Darstellung im Haushaltsplan, deshalb ist die entsprechende Darstellung im Nachtragshaushaltsplan auch nachzuvollziehen unter der Titelgruppe Leistungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen und eben nicht in dem Bereich NS-Unrecht. Der zweite Kernpunkt. Der Wunsch, dass der Deutsche Bundestag die Überlebenden um Verzeihung bitten möge. Aus meiner Sicht bedeutet jemanden um Verzeihung bitten, jemanden von etwas freisprechen, jemandem vergeben, man kann auch synonym sagen, sich entschuldigen. Gemeinsam ist diesen Begriffen jedoch, dass auf einen persönlichen Schuldvorwurf verzichtet werden soll. Vergeben, verzeihen, entschuldigen kann man aber nur den Tätern, beziehungsweise die Täter, nicht aber die Taten. Es trifft die Mitglieder in dem Parlament, im Deutschen Bundestag, kein persönlicher Schuldvorwurf. Und deswegen haben wir aber eine große moralische und ethische Verantwortung. Wir müssen dafür sorgen, dass so grausames Unrecht nie wieder passieren kann. Aber die Unterscheidung Schuld und Verantwortung ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Und deswegen könnte ich nachvollziehen, wenn der Deutsche Bundestag diesem Antrag nicht stattgeben wird. Ich möchte aber moralisch, ethisch und politisch noch einige Anmerkungen machen. Wir werden natürlich nie vergessen oder nachsichtig sein, also die Verantwortung relativieren. Wir werden nie dieses Unrecht akzeptieren oder billigen. Und wir werden dieses Unrecht nie leugnen oder gar rechtfertigen. Wir müssen und werden dauerhaft eine angemessene Erinnerungskultur pflegen. Ich glaube, dass durch den Beschluss, den wir im Haushaltsausschuss vorbereitet haben, zur symbolischen Anerkennung einen Betrag auszuzahlen für sowjetische Kriegsgefangene, dass wir damit als Haushaltsausschuss und als Deutscher Bundestag einen wichtigen Schritt, ein deutliches Zeichen im Lichte unserer Verantwortung gesetzt haben. Und der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass wir im Haushaltsjahr 2016 startend auch einen weiteren symbolischen Anerkennungsbetrag bewilligt haben. Es werden 50 Millionen Euro symbolische Anerkennung für ehemalige deutsche zivile Zwangsarbeiter bewilligt. Auch ein wichtiges Signal in diesem Zusammenhang. In diesem Sinne schließe ich mit folgendem Gedanken: Wo es keine Erinnerung gibt, gewinnt das Boshafte, das schreckliche Unrecht die Oberhand. Aus dieser notwendigen Erinnerung heraus wächst unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass derartiges Unrecht nie wieder geschehen kann. Vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Volker Beck von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.